Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf dem Kanal. Heute möchte ich mit dir über die Basis von deinem Smart Home sprechen, und zwar die Elektroinstallation. Warum macht es vielleicht Sinn, sich bei einem Neubau direkt von Anfang an mit dem Thema auseinanderzusetzen? Und warum hat man vielleicht ein Problem, wenn man das Ganze später nachrüsten möchte? Und warum macht es vielleicht gar keinen Sinn, das Ganze später nachzurüsten? All das schauen wir uns jetzt gemeinsam in diesem Video an. Fangen wir etwas weiter vorne an. Was brauchen wir eigentlich, um unsere ganzen Regeln, Logiken und so weiter später abbilden zu können? Ja, die Antwort ist eigentlich relativ einfach. Wir brauchen digitalisierte Komponenten. Also Lampen, Rollläden und so weiter dürfen eben nicht mehr nur per physischem Schalter an der Wand benutzbar sein, sondern wir müssen das Ganze eben von dem Schalter oder Taster in der Wand loslösen. Es muss egal sein, ob man den Schalter benutzt oder ob das Steuersignal dann quasi woanders herkommt. Woher ist im Prinzip egal. Das kann zum Beispiel ja ein Sprachassistent sein oder eine Automatisierungsregel. Zum Beispiel, wenn man nach Sonnenstand eben die Rollläden fährt oder wenn man nach der Helligkeit draußen seine Lampen einschalten möchte. Oder von mir aus kann das auch eine App sein. Also wir müssen quasi eine Möglichkeit schaffen, diese Komponenten, die erstmal nur per Schalter an der Wand bedienbar sind, diese zu digitalisieren, um sie eben aus anderen Quellen eben ansteuern zu können. Und das ist eben die Voraussetzung, das ist der Grundbaustein für alles Weitere im Smart Home, dass eben diese Komponenten digitalisiert werden, sage ich mal. Ja, und um das zu erreichen, gibt es auf dem Nachrüstmarkt eben super viele Komponenten und Produkte, aber mindestens genauso viele Probleme und Voraussetzungen auf dem Weg dahin. Wenn man sich die Foren und Facebook-Gruppen da draußen mal anschaut, dann diskutieren die Mitglieder gefühlt die Hälfte der Beiträge, welche Möglichkeiten es in der aktuellen Situation gibt und welche Probleme man gerade mit der Elektroinstallation hat. Mal sind die Unterputzdosen zu klein, mal ist kein Neutralleiter vorhanden oder die Funkkomponenten haben eben keinen Empfang an der Stelle. Dann schaut man sich an, welche Möglichkeiten gibt es, das zu lösen. Dann setzt man irgendwelche Zigbee-Repeater ein. Dann setzt man irgendwelche anderen WLAN-Access-Points ein, um das Ganze eben dann wieder zu erschließen. Es gibt also super viele Stolpersteine auf dem Weg dahin. Und mal eben nachrüsten geht oft leider nicht. Und gefühlt beschäftigt man sich eben länger mit den Problemen drumherum, eben auf diesem Prozess der Digitalisierung, als mit den eigentlichen Logiken und Regeln dann eben später hinten raus. Nehmen wir mal als Beispiel die smarten Lampen von Philips Hue, die kennt eigentlich jeder. Die sind super praktisch, aber eben alles andere als smart, wenn man dann eben den Lichtschalter an der Wand benutzt und die Lampen quasi stromlos schaltet, dann sind sie eben nicht mehr so smart, weil sie logischerweise von keiner anderen Quelle mehr eingeschaltet werden können. Der Schalter an der Wand unterbricht dann quasi die Stromversorgung und damit war es das. Man darf also quasi die normalen Lichtschalter nicht mehr benutzen. Und das ist für mich eigentlich nicht smart, sondern eher nervig und eben das Gegenteil von smart. Also müsste man irgendwie dafür sorgen, dass man den Schalter überbrückt, damit die eben Dauerspannung bekommen und nicht mehr ausgeschaltet werden können. Dann wiederum wird aber der Schalter an der Wand eben überflüssig. Das bedeutet, man muss das Ganze irgendwie anders lösen. Man packt also so einen Shelly i3 oder zum Beispiel einen Funktaster von Philips Hue eben daneben oder eben wie gesagt einen Shelly i3 hinter den Schalter, um das Problem dann wieder zu umgehen und quasi den Schalter weiter nutzen zu können, diesen also auch wieder zu digitalisieren. Weil wir haben ja mit Philips Hue nicht den Schalter digitalisiert, sondern eben die Lampe selbst. Ja, und dieses gerade angesprochene Problem oder dieses Szenario kennt wahrscheinlich jeder, der Philips Hue im Einsatz hat. Gerade bei einem Neubau hätte man also komplett anders denken müssen. Man hätte den Schalter nicht mit dem Lampenauslass verknüpfen dürfen, weil das dann eben dieser Kombination keinen Sinn mehr macht. Aber dafür gibt es eben sehr, sehr viele Ansätze und ich würde sagen, wir gehen nochmal einen Schritt zurück, um das Problem eben zu erörtern. Die meisten probieren also, ihre herkömmliche Elektroinstallation umzubauen, welche eigentlich nie dafür gedacht war, ja, digitalisiert zu werden. Ich meine, bei einer Bestandsimmobilie hat man keine andere Möglichkeit, damit zu arbeiten, was existiert und man hat eben nur sein 230 Volt Netz und da sind eben die Schalter direkt mit den Lampenauslässen verbunden, aber damit muss man dann eben arbeiten und es gibt keine andere Möglichkeit. Im Neubau, wie gesagt, macht das aus meiner Sicht keinen Sinn mehr, so eine Elektroinstallation überhaupt aufzubauen, weil das ist eben alles andere als optimal und eben immer ein Kompromiss. Nirgendwo sonst, in keiner anderen Branche, würde wahrscheinlich jemand auf die Idee kommen, Steuersignale mit 230 Volt auszuwerten. Deswegen arbeitet man eigentlich in jeder anderen Branche und in jedem anderen Gerät eben mit kleineren Spannungen zur Signalübertragung. Und nichts anderes ist ja quasi das, was wir machen wollen. Wir wollen einfach nur im Beispiel von Philips Hue jetzt gerade mit dem Schalter oder Taster ein Steuersignal senden, was eben die Lampe dann eben anschaltet. Das heißt, man möchte das Ganze trennen und eben nicht
im gleichen Netz quasi haben. Ja, warum haben wir überhaupt 230 Volt im Haus? Ja, das ist eben nötig, um eben viel Leistung abrufen zu können. Würde man die Spannung jetzt senken, dann müsste eben für die gleiche Leistung mehr Strom fließen. Die Formel kennst du vielleicht, das ist P gleich U mal I. Und damit würde man dann aber wiederum den Strom erhöhen müssen, um eben die gleiche Leistung am Ende rauszubekommen. Das würde wiederum bedeuten, man muss den Querschnitt der Leitung erhöhen, das ist dann wieder teurer, macht keinen Spaß zu verlegen, all sowas. Es macht also in jedem Fall Sinn, 230 Volt im Haus zu haben, gerade für deine großen Verbraucher wie Backofen, Waschmaschine, Trockner und so weiter, da man eben dort sehr hohe Leistungen dann eben abrufen muss und um die Ströme dann eben möglichst gering zu halten. Allerdings macht es eben auch Sinn oder noch mehr Sinn, die Steuersignale, wie eben mit dem Taster angesprochen, vom Lastnetz, sage ich einfach mal, zu trennen und eben diese separat auszuwerten und eben nicht über die hohe Spannung von 230 Volt. Niemand würde auch auf die Idee kommen, zum Beispiel bei einem Notebook, dann eben die Tasten auf der Tastatur mit 230 Volt Wechselspannung auszuwerten, weil es macht irgendwie überhaupt keinen Sinn, so eine hohe Spannung zu verwenden, nur um einen Tastendruck auszuwerten. Und nichts anderes war das ja in dem Beispiel eben auch. Das heißt, dort werden eben auch Tastendrücke nur ausgewertet. Das ist ein einfaches Steuersignal und es macht eben eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass man dort eben mit dieser hohen Spannung arbeitet. Das ist eben historisch so gewachsen, das hat man einfach so gemacht und jetzt muss man eben damit leben, wie es ist. Im Bestand zumindest, aber im Neubau kann man das auf jeden Fall besser machen. Ich meine, diese Trennung von Steuersignalen und eben dem 230 Volt Netz gibt es schon seit Ewigkeiten. Seit Jahrzehnten machen das eben Leute, eben diese Steuersignale von dem 230 Volt Netz zu trennen. Das gibt es zum Beispiel in Form von Stromstoßrelais. Dann hat man einfach nur einen Taster und dieser Taster ist dann mit einer Komponente in der Verteilung verbunden, nämlich mit so einem Stromstoßrelais. Diese Verbindung arbeitet dann mit einer kleineren Spannung, zum Beispiel 12 Volt oder 24 Volt. Und sobald der Tastendruck dann eben erfolgt ist, dann wird eben diese Komponente das Steuersignal erkennen und schaltet eben ein Relais und eben die höhere Last, die zum Beispiel am Lampenauslass dann eben hängt. Das heißt, es ist technisch eigentlich total unnötig und Quatsch, dass der komplette Strom für das Endgerät, für den Verbraucher, durch den Schalter fließt, wie das eben in herkömmlichen Elektroinstallationen so ist. Das heißt, man drückt den Schalter, schließt damit den Stromkreis und der gesamte Strom fließt eben auch durch den Schalter, den eben das Endgerät benutzt. Das führt ja auch nur dazu, dass diese Schalter größer dimensioniert werden müssen, weil sie eben ja mehr Strom aushalten müssen, sage ich mal, und deswegen größer sein müssen, schwerer, teurer und so weiter. Ja, warum macht man das trotzdem so? Leider ist das halt immer noch günstiger als die Variante zum Beispiel mit den Stromstoßrelais oder eben einer anderen Lösung. Der einzige Grund, das so zu lösen, wie es heute ist, ist also nur das Thema Kosten, leider. Es ist total unsinnig und unpraktisch, aber es wird eben so gemacht, um Kosten zu sparen. Naja, und auf dieser Basis mit diesem 230 Volt Netz entwickeln dann eben alle möglichen Hersteller, ja, ich nenne sie mal Workarounds. Ein anderer Begriff fällt mir dafür gerade nicht ein. Man muss halt mit dem arbeiten, was man hat. Das heißt, mit dem 230 Volt Netz, mit den 230 Volt Netzspannungen, die eben am Schalter anliegen, muss man arbeiten und muss damit dann eben weitermachen. Man hat eben nicht die Möglichkeit, das Steuersignal nachträglich zu trennen, weil eben die 230 Volt ja direkt dann eben mit dem Lampenauslass zum Beispiel verbunden sind. Dabei ist man eigentlich schon vor über 30 Jahren auf die Idee gekommen, das Ganze voneinander zu trennen, also die Steuersignale vom restlichen Netz im Haus. Und seit Jahrzehnten werden dafür Bussysteme zum Beispiel eingesetzt und entwickelt, welche genau dieses Problem eben angehen. Mittlerweile gibt es super viele verschiedene Anbieter und Bussysteme, aber im Endeffekt verfolgen alle genau den gleichen Ansatz, nämlich das Steuernetz, also das Auswerten von Signalen eben von dem Lastnetz dann eben zu trennen. Ja, und wenn man diese Basis geschaffen hat, das heißt, wenn man im Neubau eben auf so ein Bussystem gesetzt hat, dann hat man alle Möglichkeiten darauf aufzubauen und der Prozess dieser angesprochenen Digitalisierung im Haus ist logischerweise schon abgeschlossen. Das heißt, wir müssen uns nicht mehr darum kümmern, dass eben unser Schaltsignal vom Lichtschalter irgendwie digitalisiert wird, denn das bringt quasi das Bussystem schon mit. Und wenn wir dann eben den KNX-Taster zum Beispiel an der Wand benutzen, dann wird eben ein Steuersignal zum Schaltaktor gesendet und der schaltet zum Beispiel das Licht im Flur. Ja, und diesem Schaltaktor, der dann eben das Licht anmacht, dem ist total egal, ob das jetzt von dem Taster im Erdgeschoss kommt, ob das von einer App kommt, ob das von einem Sprachassistenten versendet wurde. Dieser schaltet einfach nur und verrichtet seinen Dienst und es ist quasi voneinander entkoppelt.
Und genau das ist ja eigentlich das, was wir erreichen wollen, nämlich die Digitalisierung und Entkopplung eben von den Steuersignalen, von dem eigentlichen Lastnetz. Ja, und genau das ist auch der Grund, warum wir in unserem Neubau auf KNX gesetzt haben. Man hat das Thema einfach direkt nach dem Bau schon erledigt und man muss nicht in Unterputzdosen rumfummeln und irgendwie bei der Planung Neutralleiter berücksichtigen und tiefere Dosen und so weiter, sondern man hat einfach alles direkt fertig, sobald man einzieht, wenn man dann alles parametriert hat. Genauso hat man dann diese ganzen Thematiken mit Batteriewechsel, Reichweitenprobleme von Funkkomponenten und so weiter. All das hat man eben schon mit dem Bau erledigt, mit dem Einsatz von KNX. Und deswegen ist das auch der Weg, den ich jedem auf jeden Fall nur ans Herz legen kann. Ich meine, wenn man schon auf einer grünen Wiese mit einem Neubau anfängt, warum sollte man absichtlich auf die gerade genannten Workarounds, ich nenne sie jetzt einfach mal so, warum sollte man auf die zusteuern und die quasi von Anfang an mit in Kauf nehmen und einplanen? Es gibt absolut keinen Sinn, wie gesagt, Steuersignale mit 230 Volt auszuwerten. Wenn du einen Grund dafür hast, warum das die bessere Lösung ist, dann schreib es mir gerne mal in die Kommentare. Nehmen wir nochmal als Beispiel ein Auto. Ich meine, Autobeispiele mögen wir ja alle. Du möchtest zum Beispiel als Fahrer das Fenster auf der Beifahrerseite runterfahren. In diesem Fall gibst du einfach über den Taster, der links neben dir ist, dann eben den Steuerbefehl und der Motor, der dann eben in der Tür verbaut ist, fährt das Fenster auf der Beifahrerseite runter. Im Fahrzeug ist dabei genauso ein Bussystem verbaut, welches den Steuerbefehl von deinem Taster entgegennimmt und dann eben den Motor entsprechend ansteuert. Na, und das ist auch der Grund, warum man quasi die Fenster von allen möglichen Quellen runterfahren kann. Ob du jetzt den Taster auf deiner Seite benutzt oder der Beifahrer auf seiner Seite oder du machst das Ganze über den Funkschlüssel und hältst zum Beispiel Öffnen oder Schließen gedrückt oder wie auch immer das bei vielen Fahrzeugmodellen geht, das ist dann total egal. Man hat quasi den Fenstermotor von dem eigentlichen Schalter im Auto dann eben entkoppelt. Und niemand würde auf die Idee kommen, zum Beispiel Fenster mit Kurbeln zu bestellen heutzutage noch und dann probieren, diese Kurbel irgendwie dann zu digitalisieren und irgendwie steuerbar zu machen, indem man dann einen Motor aufsteckt oder was auch immer. Naja, aber genau das passiert quasi mit den ganzen Nachrüstlösungen im Smart Home. Ich meine, man biegt etwas um, was nie so gedacht war, eben digitalisiert zu werden und man arbeitet nur mit Workarounds. Wie gesagt, in einer Bestandsimmobilie gibt es ja gar keinen anderen Weg. Ich meine, wer plant schon eine Kernsanierung, um danach ein Bussystem eben einzuziehen? Aber in einem Neubau ist es ja total falsch, meiner Meinung nach, eben diese alte Technik einzubauen, die eben seit über 50 Jahren existiert, und diese dann zu verbiegen und diese zu probieren, dann eben zu digitalisieren. Ich selbst habe extrem lange gebraucht, um das überhaupt wahrhaben zu wollen. Hättest du mich zum Beispiel vor 5 Jahren gefragt, ob ich mit KNX bauen würde, hätte ich dir wahrscheinlich einen Vogel gezeigt und gemeint, das kann man auf jeden Fall mit Nachrüstlösungen auch hinbekommen und das kriegt man auf jeden Fall auch besser hin. Aber wenn man mal logisch nachdenkt und das aktuelle Konzept in Frage stellt, dann ist der einzig sinnvolle Weg, dann eben so ein Bussystem einzusetzen, beziehungsweise das Steuernetz quasi von dem Lastnetz, nenne ich es einfach mal, dann eben zu trennen. Und ja, natürlich kostet das Ganze mehr als eine herkömmliche Elektroinstallation, aber eben nicht super viel mehr, als das Ganze später nachzurüsten. Bei einer Nachrüstung werden die Kosten quasi nur häppchenweise aufgeteilt und man hat später das Gefühl, gespart zu haben, aber in der Praxis ist das nicht unbedingt so. Du kannst von mir aus sagen, ich möchte mir das nicht leisten, aber sag bitte nicht, dass die Alternative, also das Nachrüsten, der bessere Weg ist. Das ergibt aus meiner Sicht, alleine aus technischen Gründen, die ich gerade genannt habe, überhaupt keinen Sinn mehr. Wenn du das ganz anders siehst, dann schreib mir das gerne in die Kommentare und begründe das Ganze noch technisch gerne. Ich habe auch noch weitere Videos geplant, in denen ich dir zeige, dass KNX im Neubau gar nicht mehr so viel teurer ist als die normale Elektroinstallation. Leider ist der Ruf von KNX immer noch, dass es sehr, sehr teuer ist und nur für absolute Luxusobjekte dann eben in Frage kommt. Das ist aber nicht mehr so. Vor 10 Jahren oder noch länger war das bestimmt noch richtig, aber es hat sich dort eben auch sehr viel getan, sodass man im direkten Vergleich gar nicht mehr so viel mehr bezahlt. Ja, und da war leider gerade die Speicherkarte voll, aber ich denke, es ist auch alles gesagt. Wie gesagt, ich freue mich über die Diskussion mit dir, über den Austausch in den Kommentaren. Schreib mir gerne deine Meinung dazu und auch deine Argumente, warum du das vielleicht nicht so siehst. Vielleicht siehst du es auch genauso. Wie gesagt, ich freue mich sehr über den Austausch mit dir. Ja, ansonsten freue ich mich auch über einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen oder weitergeholfen hat. Und ich freue mich, wenn du den Kanal abonnierst, wenn du hier keine weiteren Videos verpassen möchtest. Ja, und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche dir einen wundervollen Tag und alles Gute. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.